Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich ein bisschen auf das Teilen von Flächen und deren weiterer Manipulation eingehen. Dazu erzeuge ich mir hier einfach mal ein Regelteil, wo ich hier die Werte definiere, wie groß mein Regelteil sein soll. Ich platziere dieses Regelteil am Nullpunkt und möchte jetzt in diesem Fall die Flächen dieses Regelteils teilen. Dazu habe ich hier die Möglichkeit, über das Teilen bzw. das Bearbeiten von Flächen. Ich habe hier zwei Möglichkeiten, entweder ich arbeite hier mit einer Skizze oder kann direkt einen Linienzug angeben. Ich möchte hier im ersten Schritt einen Linienzug angeben, wo ich hier diese Fläche in der Mitte teilen möchte. Mit der mittleren Maustaste kann ich diese Linie übernehmen und mit OK oder mit der mittleren Maustaste wurde diese Linie jetzt oder diese Fläche jetzt geteilt. Jetzt ist es möglich, wo ich natürlich auch das zeigen möchte, wenn ich jetzt mit der Umschalttaste, also mit der Großschreibetaste klicke, dann wechselt mir HiCut automatisch in den Objektmodus, sprich in den Elementmodus, welche ich hier auch definieren kann. Dies kann ich mit der Umschalttaste auch machen. Ich könnte hier als Beispiel auf die Kante gehen und mit der rechten Maustaste könnte ich hier die Kante in eine Kantenrichtung verschieben. Ich möchte dies hier in diese Richtung und jetzt bin ich in der Dynamik, das heißt mit der linken Maustaste kann ich hier nach unten oder nach oben meine Flächen oder meine Kante ziehen. Und beim Absetzen wird mir hier der Wert abgefragt. Ich möchte hier um 150 mm nach unten versetzen. Jetzt habe ich hier in diesem Fall diese Möglichkeit von dieser Fläche geteilt. Ich könnte natürlich hier weitergehen und hier natürlich der falsche Befehl, so Fläche teilen. Und ich möchte hier diese Fläche teilen und weiters hier diese Fläche auch noch teilen. Jetzt hätte ich weiter die Möglichkeit, dass ich hier auf den Punkt gehe. Mit der rechten Maustaste könnte ich wieder sagen, in Kantenrichtung verschieben. Wähle wiederum die hintere oder die Kante aus, kann wieder mit meiner Vorschau aktivieren und könnte hier als Beispiel um 150 mm nach oben gehen. Und jetzt werde ich noch abgefragt, ob die Flächen trianguliert werden sollen, das heißt, dass es in Dreiecke aufgeteilt wird. Und somit habe ich hier in diesem Fall diese Flächen definiert. Weiters könnte ich natürlich hergehen, wiederum mit der Umschalttaste und könnte hier die Fläche bearbeiten. Das heißt, jetzt wird mir meine Fläche markiert und mit der rechten Maustaste könnte ich hier sagen zum Beispiel, ich möchte einen Punkt verschieben, das heißt die Fläche irgendwo in eine andere Position bringen oder in diesem Fall möchte ich die Fläche drehen und könnte hier sagen zum Beispiel um diese Kante. Man sieht es wieder hier an der Vorschau und könnte hier um minus 5 Grad nach oben drehen. In diesem Fall sagt er mir, dass die Aktion nicht möglich ist. Das hängt damit zusammen, da dieser Punkt hier in diesem Fall ja nicht mitgehen würde. Das heißt, man muss dann hier natürlich schon darauf achten, was dabei dann rauskommt. Also in vielen Fällen, so wie wenn ich hier diese Fläche nach vorne drehen möchte, in diesem Fall, dann wird es natürlich, ich sage minus 5 Grad, dann zieht er natürlich die Flächen natürlich mit. Aber in gewissen Aktionen kann natürlich das HiCut hier nicht weitergehen.